Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute sind wir zu Gast in Neuburg an der Donau bei Sonax. Der Name Sonax ist aus der Kombination der Wörter Sonne und Wachs entstanden. Sonax ist Marktführer und größter Fahrzeugpflegemittelhersteller auf jeden Fall Europas. Und wir wurden hierhin eingeladen, uns mal das Werk anzugucken, mit der Geschäftsführung zu sprechen, mit der Entwicklung zu sprechen und haben ganz viele spannende Dinge für euch am Ende. Passt gut auf, was wir euch hier alles erzählen. Es gibt vielleicht noch ein Gewinnspiel, wenn ihr gut zuhört. Kommt mal mit rein. Dann gucken wir uns doch mal an, wie hier Wachs und andere Pflegemittel hergestellt werden. Das ist Frau Bauer. Frau Bauer ist so nett und führt uns mal rum. Hier werden jetzt alle unsere Produkte, die Extreme oder Nano in der Bezeichnung haben, produziert. Ich habe hier spezielle Kessel, die nach unseren Vorgaben produziert wurden. Gerade für solche Produkte wie Gele brauche ich eine hohe Technologie. Außerdem habe ich im Außenbereich nochmal 7 Stück, wo ich dann hauptsächlich die Produkte für die Waschstraße, zum Beispiel Shampoo, produziere. Gucken wir uns das jetzt nochmal an. Sonax stellt nämlich die gesamte Autopflegechemie selbst her. Ihr könnt euch ja denken, dass dafür eine Menge an Maschinen, Anlagen und Mitarbeitern nötig ist. Wir haben hier 10 Behälter mit jeweils 16.000 Litern und ich kann hier über dieses Schlauchsystem jede Maschine in der Produktion ansteuern und dort die Produkte abfüllen. Auch die Abfüllung erfolgt hier vor Ort. Von der Aerosoldose über 500 Milliliter Flaschen bis hin zum 200 Liter Fass. Und hier sehen wir gerade die Vorbereitung. Über das Band laufen hier Flaschen vom Kunststoffkratzerentferner Nano Pro, die etikettiert werden. Nachdem die Flaschen von einem Mitarbeiter eingelegt wurden, geschieht alles vollautomatisch. Hier sehen wir, wie ein Karton mit Scheibenfrostschutz verpackt wird. Hier sind wir jetzt in dem Bereich Kleingebindeabfüllung. Ich kann Gebindegrößen zwischen 50 Milliliter und 2 Litern hier in dem Bereich abfüllen. An den unterschiedlichsten Linien, unterschiedlichste Flaschen. Normalerweise ist es immer so, dass die Flaschen am Anfang der Maschine eingestellt werden. Dann laufen sie automatisch an die Befüllung, werden verschlossen, etikettiert und laufen dann in die Kartons und dann auf den Paletten. Das Verpacken mehrerer Kartons auf eine Palette passiert auch vollautomatisch. Während die Produkte automatisch befördert werden, müssen wir die etlichen Kilometer auf dem riesigen Gelände laufen. Vor der Tür sehen wir minütlich große LKW beim Verladen und Abladen. Wahnsinn, dass bei den Mengen alles am richtigen Ende ankommt. Nun verlassen wir die Produktion und fühlen der Geschäftsleitung auf den Zahn. Auf geht's! Mein Name ist Daniel Ott, ich bin seit 17 Jahren bei der Firma Sonax. Dazu muss man wissen, Sonax gehört zur Unternehmensgruppe Hoffmann. Seit 1903 betreibt man den Kieselerdeabbau um die Ecke. Übrigens weltweit einzigartig. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man zusätzlich versucht, alles zu Geld zu machen. Weine, Garagentore oder auch Swimmingpools wurden verkauft. Da die Kieselerde früher Hauptbestandteil von Polituren war, legte man dann den Fokus auf die Herstellung von Fahrzeugpflegemitteln und den Abbau der Neuburger Kieselerde. Heute arbeiten 350 Mitarbeiter im Unternehmen. Der ein oder andere kennt uns vielleicht nur von den Do-it-yourself-Produkten, wie wir sagen, also die Produkte, die es jetzt beim Fachhandel oder im Baumarkt oder der Tankstelle gibt. Aber Sonax kann viel mehr. Wir haben Profibereich, eigenes Profisortiment für Aufbereiter, semiprofessionelle Kunden. Wir haben eigene Waschanlagenproduktserien, also doch sehr breit gefächert. Wenn du nur ein Produkt von Sonax haben dürftest, könntest, müsstest, welches wäre das? Eins ist schwierig, aber drei würde ich nennen. Ein Produkt ist auf jeden Fall das Thema Antifrost. Hier merkt man, wenn man ein Qualitätsprodukt einfüllt, sehr schnell den Unterschied. Bei Sonax ist es so, bei unseren Antifrost-Produkten, die ja vielfacher Testsieger sind, hast du nach 2 bis 3 Taktfrequenzen eine saubere Scheibe. Billigprodukte brauchen oft 7 bis 10. Das zweite Produkt ist der Extreme Felgenreiniger. Hier sehe ich durch den Wirkstoffindikator eine Rotfärbung. Ich sehe sofort, der Wirkstoff arbeitet. Wer schon mal mit diesem Produkt gearbeitet hat, ist in der Regel wirklich begeistert und ich bin es persönlich auch. Und für den Innenraum ist mein Favorite das Turbo-Innentuch. Die schnelle Möglichkeit, Türeinstiege, das Cockpit mal schnell zu machen, mal einen Fleck aufs Sitzen wegzubekommen. Also die drei wären mein Favorite. Und wir laufen wieder. Auf geht's zu Dr. Pitchens Labor. Hier zeigt er uns die umfangreiche Teststrecke und erläutert die Entwicklungs- und Testverfahren bei Sonax. Das ganze Interview und die Vorstellung der Entwicklung findet ihr hier. Es ist übrigens ganz schön laut hier. Hier können wir reproduzierbar Polituren testen. Ich habe einmal den Aufsatz für ein Sandpapier mit Exzenter. Damit kann ich definiert anschleifen, um eben bestimmte Schäden zu simulieren und können dann den Anschliff versuchen wegzupolieren. Üblicherweise hat so ein Auto, wenn es neu lackiert ist, 5 bis 10 so Lackpickel. Die werden dann mit dem 2000er Papier auch weggeschliffen. Dann wird grob vorpoliert mit einer groben Politur und dann mit einer Perfect Finish
nachpoliert, da sehen Sie dann nicht mehr, dass da irgendwas geschliffen wurde. Zum Abschluss noch mal eine private Frage. Welche sind Ihre drei Lieblingsprodukte von Ihnen? Ja, eins habe ich ja schon genannt, ja. Die Perfect Finish. Weiteres Lieblingsprodukt habe ich Ihnen am Scheibenprüfstand die Wirkung der Insektenentfernung gezeigt. Unser gebrauchsfertiger Sommerscheibenreiniger. Über das dritte kann ich leider noch nicht reden, weil das ist gerade in der Entwicklung. Ich sage aber nichts. Okay. Nach der Entwicklung kommt die Anwendung. Unseren Besuch bei Tobias Krahl findet ihr im Ganzen hier. So, zum Abschluss dieses Teils wollen wir nochmal deine drei Lieblingsprodukte nach deiner privaten Meinung wissen. Die X, ich habe es vorhin schon erwähnt, einfach aus dem Grund. Einstufig, ein super Ergebnis, Hochglanz, ich bin fertig mit der X-Center ums Auto rum, aus die Maus. Den hier benutze ich insofern unheimlich gerne, wenn ich das Auto gepflegt habe, das sowieso schon behandelt ist. Was mich immer stört, ich bin auch ein ganz normaler Waschanlagennutzer, das heißt, das Auto kommt aus der Waschstraße raus. Ich habe noch sowieso ein paar Tropfen drauf, die ich entferne, weil ich keine Kahlflecken mag. Also nehme ich das Mikrofaser in die Hand und wische nochmal über alles drüber und dann mache ich das Mikrofaser einmal nochmal kurz feucht mit dem Detailer, frisch dadurch nochmal die vorhandene Schicht, auf die ich vorher auch Lack drauf hatte, und das Fahrzeug ist noch befreit von Resttropfen und fertig. Und zum Schluss, für mich eigentlich die Versiegelung schlechthin, ist für mich die Extreme Protect Shine, weil es einfach A, auftragen, sofort abwischen. Beim normalen Wachs muss ich ein bisschen warten, bis es trüb wird, bis das Lösemittel, bis das Wasser verdampft und solche Geschichten. Dann kann ich es wegwischen. Da, ich gebe das einfach drauf mit dem Schwamm verteilen. So, ich kann sofort mit Mikrofaser abwischen und mache so das ganze Auto und die Stanze ist enorm. So, nach einem langen Tag kommen wir zum Ende von unserer Werksbesichtigung mit vielen Interviews, vielen Informationen, tollen Eindrücken von dieser Firma Sonax. Damit ihr auch noch mehr davon habt als nur den Videoinhalt, wollen wir noch ein Gewinnspiel. Haben wir noch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Die Frage ist eigentlich relativ einfach. Woher kommt der Name Sonax? Ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr einfach entweder bei YouTube in die Kommentare postet oder eben bei Facebook in die Kommentare postet. Den Einsendeschluss schreiben wir hier über dieses Video. Was könnt ihr eigentlich gewinnen? Der aufmerksame Beobachter hat festgestellt, dass wir vorhin einige Beteiligte an unserer Werksbesichtigung nach ihren Lieblingsprodukten gefragt haben. Und genau die haben wir jetzt hier vorbereitet. Wir verlosen zweimal die komplette Ausstattung. Und zwar ein 5 Liter Kanister Antifrost Klarsicht. Stehe ich mal zur Seite, sonst sieht man den Rest nicht. 750 Milliliter Sonax Extreme Felgenreiniger. Turbo Intuch. Eine 250 Milliliter Flasche X-Center Politur X0406. Den Sonax Brilliant Shine Detailer. 750 Milliliter. Ein Komplettset Sonax Extreme Protect and Shine mit Protect and Shine, Auftragsschwamm und Mikrofasertuch. Eine Sonax Profiline Perfect Finish. Zu guter Letzt noch was Großes. Den Sonax Extreme Scheibenreiniger Sommer. Zweimal verlosen wir dieses komplette Set an den Gewinner. Nehmt einfach teil und wir verabschieden uns jetzt hier aus dem schönen Neuburg. Fahren heute noch mit dem Zug nach Hause und ja, wir hören uns, wir sehen uns. Freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt sauber, eure Autolackaffen.